Willkommen zu Tag 9 auf meinem Daily Vlogging Kanal. Und ihr hört, hier ist ein. Geile Belichtung übrigens. Oh, heftig. Ist David da? Der Tag heute war ein bisschen komisch, deswegen habe ich noch nicht so viel gefilmt. Weil David und ich haben uns vorhin schon mal getroffen zum Brainstorming und ein bisschen so dies, das. Und dann musste ich zum Arzt wegen, das habt ihr gestern im Daily Vlog gesehen, da hatte ich ja bei meinem Wettkampf, habe ich irgendwas an meinem Bein wieder, an meiner alten Verletzung. Und da waren wir jetzt beim Arzt und es ist leider wieder ein Mikrofaserriss mit Blutungen. Das dauert jetzt irgendwie 10 Tage, bis es komplett verheilt ist. Also deutsche Meisterschaften, Sprintstaffel bin ich jetzt leider nicht dabei, muss ich absagen. Und ja, mein Arm wird schon schwer. Deswegen ist es irgendwie komplett scheiße jetzt alles. Ich darf keinen Sport irgendwie mehr machen. Nur wegen dieser Kacke. Ja, ich weiß nicht. David, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir hier switchen? Nachdem David und ich dann für unseren Comedy-Kanal gedreht haben, sind wir dann noch ins Schwimmbad gegangen, so um 5:30. Ja, deswegen habe ich euch nicht gesagt. Damit habe ich euch aber jetzt gesagt. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, wollte ich noch gesagt haben, dass ihr kein Video mehr verpasst. Leute, ich bin jetzt im Schwimmbad, das habe ich euch gar nicht gesagt. David und ich sind jetzt nach dem Dreh ins Schwimmbad gegangen. Und damit dürft ihr jetzt gleich da irgendwo hinten rauskommen. Ich würde sagen, wir warten auf den. Ja, genau. Keine Ahnung, wir sind jetzt nach dem Schwimmbad gegangen. Wir haben jetzt irgendwie schon 6 Uhr oder so, aber. Ja, haben wir jetzt trotzdem gemacht. Weil wir einfach hingechillt haben. Ich habe eben das gesorgt hatte. Und deswegen. Ja. Oh, da kommt er ja schon, der mein deutscher Kamerad. Ach, hallo. Guten Tag. Was war das für ein Check? Hallo? Das okay. War kein deutscher Check. So ist besser. Grüße gehen raus an Jonas Reichert. Wasser-Equipment nicht dabei. Gibt's dein Wasser-Equipment? Ja. Nein! Oh, Leute. Oh, Alter, oh, ich krieg dir Wasser ab, gell? Süß! Junge, geht es weit. Hör, von hinten ist schon weit. Was hast du gesagt? Abonnieren. Oh, sorry. Kann ich. You lost the best thing that you're searching for was all in your hands. But when the sky is full of fire and all we have is the past, I hope you find that happiness you've been pretending to have. Yeah. Wanna walk to the edge of the earth, scream your name till the fire's gone. Leute, wir gehen jetzt wieder. Tschüss. Oh, yo, Leute, wollte ich jetzt gerade schon fast sagen, aber ich mache mir, glaube ich, ein bisschen Wasser in die Haare, weil ich sehe aus wie Struppelpeter höchstpersönlich. Okay, oh, jetzt ist es, glaube ich, noch schlimmer. Egal, ich habe es wenigstens probiert. Also, Leute, ich bin heute war ein komplett komischer Tag. Ich werde es euch jetzt einfach nochmal erzählen. So, ich hatte heute zum Glück hitzefreien Nachmittagsentfall, dann habe ich ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Dann kam David schon zu mir, dann haben wir dann ein Video schon mal produziert. Dann musste ich zum Arzt gehen, dann wurde mir gesagt, dass ich wieder hier wegen meinem alten Verletzung, dass wieder mein Bein quasi wie kaputt ist, habe ich einen Mikrofaserriss. Habe ich mich natürlich super drauf gefreut, weil ich wäre ja eigentlich am Samstag als Ersatzläufer bei den Deutschen in Bremen dabei. Kann ich jetzt auch nicht hingehen. Das ist einfach so. Warum? Jetzt kann ich da nicht hingehen.
Jetzt darf ich eine Woche keinen Sport machen. Ist auch komplett scheiße, auf Deutsch, auf gut Deutsch gesagt, Entschuldigung. Kann nichts mehr machen jetzt wegen der Kacke wieder. Und ja, ich entschuldige mich, dass das jetzt nicht so geil heute lief. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem ganz angeschaut. Und was heute natürlich nicht fehlen darf, ist unser toller Kalender, den wir heute natürlich auch noch ankreuzen müssen. Und zwar über meine Schulsachen werden wir natürlich auch machen. Dürfen wir nicht vergessen, den heutigen Tag einzutragen. Denn der Sonntag ist heute hochgeladen worden, wenn ich das Video hier aufnehme. Deswegen würde ich sagen, kreuzen wir das jetzt mal an. Überall auf meine Schulsachen hier irgendwie drüber. So, perfekt. Sonntag haben wir hier. So, ein Strich. Und der zweite Strich. Damit haben wir Sonntag auch noch hier vollendet. Und ja, ich würde sagen, ich will gar nicht mehr lang drum rumreden, dass ihr noch irgendwie unnötiges Material schauen müsst. Ich würde sagen einfach, heute war David bei mir da, der Tag war nicht der beste, trotzdem habe ich mitgenommen in mein Leben. Ich hoffe, ihr seid irgendwie dafür dankbar. Falls ihr die nächsten Daily Vlogs sehen wollt, dann aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Hier könnt ihr noch die zwei letzten Videos anschauen, also was in den letzten zwei Tagen mir passiert ist. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, aktiviert die Glocke und wir sehen uns morgen zum 10. Daily Vlog wieder.